Nun, wir kommen bei den gefallenen Beschützern, dem zweiten Boss aus der Schlacht um Orima. Wie ihr wisst oder schon aus dem Normal-Modus kennt, kämpft ihr hier gegen drei Gegner gleichzeitig und jeweils bei 66 und 33% der einzelnen Gegner treten ihre Spezialfähigkeiten in Aktion. Also hier ist mal ganz wichtig, dass sich der Raid relativ gesammelt aufstellt. Also wir haben einen Heal-Schamanen und einen Heal-Druid. Also schaut immer, dass ihr euch um den Heal-Kreis verteilt aufstellt, damit das leichter gegengeheilt werden kann. Zum Setup, das habt ihr am Anfang gesehen, wir nutzen drei Healer, zwei Tanks. Eben die zwei Tanks braucht ihr, um die Mobs zu kontrollieren, und drei Healer, weil der AOE und der Raid-Schaden einfach relativ hoch ist und das von daher sehr vorteilhaft ist, drei Healers zu haben und allein auch für die Raid-Cooldowns, die ihr dann später benötigt. Also von der Reihenfolge her, wir machen zuerst den Brewmaster, also den Mönch-Tank. Wie ihr seht, wenn der in den Übergang geht, erscheinen drei Adds, wobei ein Add stationär ist, zu dem wird einfach alles hinzugezogen und das Cast-Add außen, das sollte so schnell wie möglich gekickt werden, denn wenn der seinen Cast durchmacht, stirbt ein Spieler von euch. Auch der Schattenpriester, der immer wieder mal Mindseer hier in die Gruppe reincastet oder auf irgendeinen Spieler, das kann natürlich gekickt werden und das sollte auch gekickt werden, da der Damage mit der Zeit immer stärker erhöht wird. Also wenn der Mindseer das zweite Mal schon ankanalisiert wird, macht es schon den doppelten Schaden oder den dreifachen Schaden und das kann dann in Kombination mit den anderen Fähigkeiten natürlich zum Tode führen. Als nächster holen wir dann den Schurken in die zweite Phase, wie ihr seht, das erscheint dann das Schurken-Add. Der Spieler, der davon betroffen ist, bekommt so einen Mark, wie ihr es bei mir gerade gesehen habt, bekommt einen Extra-Button und das könnt ihr dann weiter werfen, ja. Am besten ist es, ihr werft das entweder auf den Hunter oder Shadow gleich am Anfang, denn die ziehen dann einen harten Cooldown, können den ein paar Sekunden lang halten, den Schurken, werfen es dann nach Ansage weiter. Dann hält ihn der nächste, der Hunter, mit Determinants ein paar Sekunden, danach geht das dann auf einen Tank. Und der Tank hält es dann mit Cooldowns gegen, bis der Schurke praktisch tot ist. Hier haben wir jetzt dann die Phase von der Priesterin, also jetzt die Priesterin auf 66%. Und wie ihr sehen könnt, erscheint eben diese Kuppel. Und hier ist es natürlich ganz gefährlich, denn es gibt sehr, sehr viele Adds. Und zusätzlich befinden sich ja auch die anderen zwei Mobs in der Kuppel. Und wenn dann dieser Mönch-Tank den Wirbel macht, was ihr vorgesehen habt, müsst ihr komplett auf die andere Seite der Kuppel. Also sammelt euch auf einer Seite der Kuppel, gebt dafür den Spieler ein Mark, dass er ganz am Rand steht. Und sobald der Mönch-Tank dann das Wirbeln beginnt, wechselt ihr einfach auf die andere Seite auf der Kuppel, um den Damage etwas zu avoiden. Ansonsten cleave so viel ihr cleaven könnt, denn es müssen eh alle praktisch gleichzeitig runtergehen, denn am Ende habt ihr noch ein 15 Sekunden Zeitfenster, um alle drei Gegner gleichzeitig zu töten, denn ansonsten schafft ihr es einfach nicht. Also immer schauen, dass ihr praktisch alle gleich runterbringt und die Reihenfolge behalten wir bei. Also wir machen zuerst eben den Mönch-Tank, den Schurken, die Priesterin und dann fangen wir wieder mit dem Mönch-Tank an, machen wieder den Schurken, wieder die Priesterin. Kampfrausch haben wir mehrere Arten versucht, also ihr könnt das mal in der Mitte ziehen, wenn ihr von 66 auf 33% runtergeht, damit die Phasen kürzer sein, oder sonst, wenn ihr ein Damage-Problem habt und die Gegner in den Enrage geraten, dann zieht das am besten direkt am Anfang und bringt die Spieler einfach so schnell wie möglich nach unten. Da der Kampf normal sehr, sehr lange dauert, spielen wir ihn mit einer etwas erhöhten Geschwindigkeit ab, damit ihr einfach einen Überblick über den Kampf bekommt und das Ganze auch in einer annehmbaren Zeit und ihr nicht 15 Minuten Video schauen müsst. Ansonsten, wie gesagt, also das Ausweichen von den Fähigkeiten ist sehr, sehr wichtig, besonders wenn eine Spezialfähigkeit, also bei 66 und 33% aktiv ist, da ihr ansonsten hier in Kombination mit der Fähigkeit sehr schnell sterben werdet. Also der Schlüssel des Kampfes besteht darin, zu überleben, die Ruhe zu bewahren und nicht den Überblick zu verlieren, wenn mehrere Adds gleichzeitig aktiv sind und immer schön weiter eine Kick-Rota auf den gegebenen Targets beibehalten, auch wenn ihr vielleicht ein bisschen Damage verliert, aber der Cast, der hier durchkommt oder das Mindset der Priesterin, das kann sonst schon den Tod eines eurer Mitspieler bedeuten. Hier vielleicht noch eine kleine Anmerkung, was uns aufgefallen ist, wenn der Tank den Schurken gegentankt, also wenn der übernommen ist, eben mit diesem Mark, der Tank hat das Mark und möchte den Schurken gegentanken und zieht irgendwie harte Cooldowns, Shieldwall oder so weiter,
dann kam es teilweise vor, dass das Mal automatisch weitergeworfen wurde, nachdem der Tank den Cooldown aktiviert hat. Also da müsst ihr noch ein bisschen drauf achten. Wir wissen nicht, ob es buggy ist oder nicht, aber schaut mal drauf, wenn der Tank eben das Mark hat, dass er dann abwechselnd seine Cooldowns used und ab wann es weitergeworfen wird oder ob es nicht weitergeworfen wird. Nicht, dass er dann im finalen Try hier bei der letzten Phase das Mark unabsichtlich irgendeinen random Spieler zuwirft und dieser dann stirbt. So, das war's dann auch praktisch gleich mit dem zweiten Boss. Also hier zum Schluss nochmal ganz wichtig, die alle Gegner gleichzeitig runterzubringen, damit ihr damit es in diesem 15 Sekunden Zeitfenster passiert und ihr hier nicht vibet oder sich die Gegner hochheilen. Und auch auf den AOE-Schaden und so weiter achten, denn der wird schon sehr, sehr hoch zur weiteren Zeit hinten raus. Vielen Dank.